Das ukrainische Kernkraftwerk in Nähe von Saporischschja untersuchte eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde unter Leitung von Rafael Grossi. Die Einrichtung, die größte ihrer Art in Europa, befasst des Kraftwerks, sagte Grossi. Es ist wichtig, dass wir den Dialog fortsetzen können. Ich danke Ihnen, dass Sie die Anwesenheit unserer Arbeitsgruppe hier seit September ermöglicht haben, betonte er. Vor 3 Wochen trafen sich die Böden in der Nähe des Kernkraftwerks, woraufhin das System vorübergehend vom Stromnetz getrennt wurde. Russland und Ukraine beschuldigten die jeweilige gegenüberliegende Seite. Grossi warnt davor, dass zunehmende militärische Aktivitäten in dem Gebiet anerkannt sind, dass sich die Situation um das Kraftwerk nicht verbessert hat. Am Montag tauschte Grossi seinen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky aus,